schaut es in meiner Küche. Ich möchte mit euch heute einen Smoothie machen, genauer gesagt einen grünen Smoothie mit Babyspinat. Und zwar ist vor einiger Zeit die aktuelle Mix rausgekommen, also besser gesagt Mitte Mai. Und da ist ein Rezept drin, Babyspinat Smoothie. Und der hat mir eigentlich so gut gefallen, die möchte ich mit euch heute ausprobieren. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei meinem Video. Zur Zubereitung von unserem Smoothie brauchen wir folgende Zutaten. Ein Ingwer, so ungefähr Walnussstück groß. Dann zwei Kiwis, die habe ich jetzt da schon herin geschält und halbiert. Eine Orange in Stücken. Ein Apfel, gewaschen, entkernt und geviertelt. Ungefähr drei Handvoll Blattspinat, die habe ich jetzt so Pi mal Daumen. Ein bisschen Petersilie, abgezupft. 500 Gramm Sprudelwasser. Und später brauchen wir noch 50 Gramm Eiswürfel, die habe ich noch nicht hergekriegt, dass wir die nicht auftauen. So, zuallererst geben wir den Ingwer in den Mixtopf und verschließen ihn. Und stellen wir uns 10 Sekunden auf der Stufe 10. Ich glaube, 10 Sekunden hätte er gar nicht gebraucht. Schauen wir mal. Der ist jetzt super schön klein. Dann schiebe ich den jetzt ein bisschen nach unten. So. Dann geben wir alle Obststücke auf den Ingwer. Also alle Obststücke geben wir dann rein. Die Äpfel, die Orange, die Kiwi. Dann geben wir den Petersilie dazu. Und drei Hand, also ich nehme jetzt da schon gut die Handvoll Blattspinat. So, der gut voll ist. Und füllen dann das Ganze mit ungefähr ein Drittel des Wassers auf. 160, 165 Gramm. Verschließen das Ganze. 1,5 Minuten auf der Stufe 10. Auf der Stufe 10, ja. Pürieren. So, wenn das geschafft ist, müssen wir das restliche Wasser dazu geben und 50 Gramm Eiswürfel. Und das wiederum 30 Sekunden auf der Stufe 10 pürieren und dann ist er fertig. So schaut das gute Stück jetzt aus. Das fülle ich mir jetzt gleich mal um in meine Smoothieflasche. So, das fülle ich jetzt da rein. Da ist genau noch ein richtiger Rest drin zum Kosten. Dann werden wir das gute Stück gleich mal probieren. So schaut er jetzt aus. Dann müssen wir das gute Stück natürlich gleich probieren. So schaut er jetzt aus. Der ist richtig gut. Mit dem Ingwer ein bisschen Schärfe. Kann vielleicht sogar ein bisschen mehr neu, also ein bisschen größeres Stück. Und mit dem Kiwi und mit dem Blattspinat. Also es ist ein richtig guter Energiesmoothie für in der Früh zum Beispiel. Also wir können wirklich nur empfehlen, probiert es aus, macht es noch. Ich hoffe, mein Video hat euch wieder Spaß gemacht. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Über einen Daumen hoch, da hat mich natürlich gefreut, genauso wie über ein Abo. Ihr dürft sehr gerne unter dem Video Kommentare hinterlassen oder auf Facebook über Rezeptwünsche oder Anregungen. Dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Macht es gut. Für euch.